lass mich jetzt sprechen. Ja. Was ist denn jetzt? Also du müsstest dich für die Zukunft mal ein bisschen zusammenreißen. Also es kann nicht sein, dass du ständig beim Alkohol rumhängst. Mach ich doch nicht. Naja, ich hab dich doch letztens gesehen. Ach, das stimmt doch gar nicht. Und zweitens, mit den Kuscheltieren, das sieht auch ein bisschen komisch aus, wenn du damit Kuscheltieren durch. Ja, aber irgendjemand muss sich mit diesen Tieren auch mal beschäftigen. Die kannst du da nicht einfach hinsetzen. Das sind auch Tiere. Da muss man mal mit reden, die muss man mal streicheln. Die müssen merken, dass da ein Mensch ist, dass sie dazugehören. Es sind alles meine Kinder. Das ist ja ehrenvoll von dir, aber dafür haben wir ja unsere Frauen hier. Na, die Frauen müssen sich ja wiederum um mich kümmern. Ja, das hättest du gerne. Weil ich bin ja hier sozusagen der Alterspräsidentenpraktikant. Ja, zu toppen ist es nicht, da hast du recht. Ich finde es nicht gut. Also was muss ich jetzt machen heute? Heute wirst du dich ein bisschen um den Verkauf und um die Kunden kümmern. Verkauf? Ja. Verkauf, Kunden, ja. Und was mache ich da? Ein bisschen Beratung, ein bisschen Beratung. Also freundlich vor allen Dingen. Ja, sehr freundlich. Du hast gesehen, ich bin die Freundlichkeit in Person. Ja, man kann es auch übertreiben ein bisschen. Ne? Bei dir weiß man immer nicht so... Hensi, du bist so konservativ. Wir werden sehen. Ja, na gut. Wie die also, drauf reagieren jetzt möchte ich erstmal einen kleinen Kaffee haben. Ist das noch drin im Budget? Ja, können wir noch ein Käffchen nehmen? Ja, gut, okay. So, der Kaffee war gut, Henry. Ja, ist das schön. Okay, gut. So, was machen wir jetzt hier? Ja, also ich würde vorschlagen, du kümmerst dich um ältere Damen. Wie steht alte Damen? Oder auch junge Muttis mit Kindern. Junge Muttis mit Kindern. Denen ein bisschen bei den schweren Sachen helfen kann. Ich möchte aber die jungen Damen. Ja, so wie nicht irgendwann. Soll ich ihnen helfen, junge Frau? Geht's alles? Haben Sie alles im Griff? Ach, Sie haben ja schon Betreuung dabei. Ich bin begeistert. Schönen Einkauf, ja? Tschüss, meine Lieben. So ungefähr. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich dann auch hier so ein Ding habe, das ich da reinstecken kann. Warte mal. Ein Chip oder Geld. Warte mal. Ich guck mal, ob ich Kleingeld habe. Na, notfalls kann ich Kuchen aushelfen. Ja, aber da komme ich mir so gekauft vor. Voilà. Oh, ein Chip. Dankeschön. Ein Thomas Philips Chip, ja. Ja. Chip Cooper. Ja. Nee, also, so, jetzt muss ich eigentlich nur noch also auf junge Mütter und ältere Damen. Genau. Also Damen, die etwas jünger sind als ich. Weil wenn sie älter wären als ich, dann wären sie nicht mehr hier. Dann bitte, junger Freund. Immer hinein damit. Ja? Wir freuen uns sehr. Ja. Darf ich Ihnen helfen? Kommen Sie, ich helfe. Ich bin der neue Popping-Assistent hier. Oh. Ich bin der Praktikant. Dennis heißt, ich begleite Sie jetzt. Wir machen das jetzt gemeinsam. Wir machen das gemeinsam. Ja. So, dann wollen wir mal los. Wie ist denn Maria von Apel? Frau Apel, da freue ich mich. Sind Sie öfters hier, Frau Apel? Ja. So, schönes Mädchen, oder? Ja. Die Blumen haben Sie Garten, Frau Apel? Ja. Echt, das ist schön. Und holen Sie sich Ihre Blumen auch wieder? Oft. Nicht immer, aber oft. Frau Apel, bitte. Dankeschön. Gehen Sie vielleicht, komm mit Ihnen mit. Alter. Helfe Ihnen, Frau Apel. So bin ich halt. Ich muss doch mal richtig machen, dass der Chef hat gesagt, ich muss mich jetzt um Sie kümmern, Frau Apel. So, Frau Apel, wir müssen jetzt hier rein, glaube ich. Gucken Sie mal. Hier ist ein guter Tag. Hallo, Mädels. So, geh mal vor, Timmy. Ja, nee, ach, wir brauchen nach Meisenknödel. Wir müssen hier schon mal gucken. Die gibt es auch in Kaviar-Geschmack. In Kaviar? Nein, also gucken Sie mal. Was haben wir denn hier alles? Wollen Sie so Knödel haben oder haben Sie lieber Bacon? Bacon sind nicht gut. Das ist gut. Ach so. Ja. Dann würde ich sagen, rein. Rein. Oder wollen wir noch gucken, ob es noch andere Ringe? Es gibt sie, glaube ich, auch noch in Himbeergeschmack. Himbeer? Nee, Ringe wären schön. Ringe? Guck mal. Ich finde das. Da sind sie ja schon wieder. Ich bin mit Frau Apel unterwegs. So. Das sind Ringe. Gucken Sie mal. Ich habe gedacht, das ist für die Toilette, aber es sind Ringe. Warten Sie mal. Darf ich Ihnen helfen? Ja. Frau Apel, wir müssen mal kurz mit unserem Wagen ein Stückchen zurück. Wir stehen der jungen Frau hier im Weg. Gucken Sie mal. Nein. So, geht es denn? Fahrradständer. Haben wir Fahrradständer? Ja. Wo haben wir die? Hinten linke Seite. Alles klar? Hinten linke Seite. Dankeschön.
junger Freund, hervorragende Haltung, weiter so. Ich bin sehr stolz auf Sie. Sie machen das hervorragend. Alles klar. Frau Arte, lassen Sie mich gucken. Ja. Aber das hier, das sind, glaube ich, die runden. Ja, die hängen wir mal da an. Die hängen wir an. Ja. Kann man übrigens auch als Ohrhänger nehmen. So. Soll ich reinmachen, Frau Arte? Ja, gut, gerne. Okay, dann wollen wir weiter. Ups, der geht hier runter. Wir bewegen sich durchs Drehkreuz, ich folge Ihnen. So, die Blume, Würzkräuter. Nein. Also wir haben Schnittlauch, Petersilie. Okay. Das ist Petersilie. Nehmen wir das? Ein Töpfchen Petersilie. Genau. Die sind übrigens handaufgezüchtet von dem Geschäftsführer dieses Hauses, Herrn Laurich persönlich. Der hat auch eine kleine Gießkanne, mit der er sie abends immer gießt. Doch. Stimmt. So, wie geht's denn jetzt weiter? Wollen wir noch ein bisschen Lust wandeln? Das machen wir jetzt. Ich empfehle Ihnen was. Na, ich weiß ja nicht, was ist denn so Ihr Geschmack? Erzählen Sie doch mal, Frau Adel. Was hätten Sie gerne? Eine Gießkanne. Na, da werden wir doch mal gucken, wo wir die Gießkannen haben. Nach links. Ach, Sie sind hier alt eingesessen. Sie kennen sich schon aus, Frau Adel. Ich bin begeistert. Da kann ich von Ihnen ja noch viel lernen. Eine Gießkanne. Und die Tülle kriegen wir an der Kasse. Was kriegen Sie? Die Tülle kriegen wir an der Kasse. Schau an. Ja. Oh, hast du mitgekriegt? Die Tülle kriegen wir an der Kasse. So, hier, guck mal, hier nähern wir uns jetzt dem Gießkannen-Imperium. Herrlich. Ja, ein bisschen mehr von vorne. Sie kennen sich ja blau, wirklich blau. Ja. Ich finde, das Grün ist ja jetzt sehr in zur Zeit. Oder Sie sind doch ein Mädchen. Wollen Sie nicht so eine schöne Rosa? Die ist zu klein. Die ist zu klein. Ja, dann nehmen wir eine Grüne. Die Grüne sieht gut aus. Ein starkes Mädchen. Brauchen Sie vielleicht für romantische Abende zu zweit noch einen Whirlpool-Ersatz? Nein. Nein, gut. Nein. Blumenerde. Ich würde auch denken, das ist ein Buddelkasten. Ein Buddelkasten. Sie sind doch bestimmt geschickt. Sie kennen sich hier aus. Sie sollen mich jetzt testen. Ja. Was benötigen Sie jetzt noch? Ganz ruhig, Frau Appel, keine Hektik. Wir haben alle Zeit der Welt. Gehen wir zum Tierfutter. Zum Tierfutter. Was sagt der Experte? Tierfutter, das weiß ich nicht. Ganz hinten. Ach, ganz hinten. Da, kommen Sie dann. Gehen Sie vor, ich folge Ihnen gehorsamst. Hab ja schließlich gedient. So. Frau Apel, es ist aber schön, dass man auch mal so jemand begleiten darf, der sich auskennt. Weil ich kenne mich ja nicht so aus hier. So, Tierfutter, Tiernahrung. Ach, guck mal, hier gibt es auch. Ah, was habe ich so jetzt hier? Da müssen wir gleich mal gucken. Ach, Apel, ja, ich glaube, hier war ich schon mal. Ja, da hinten gibt es Tiere, ich weiß jetzt nicht mehr. Hier, guck mal, hier auch Kauknochen und so und so. Was für einen Hund haben Sie denn? Eine Katze. Und wie heißt die Katze? Zwei Katzen. Flo und Biggie. Flo und Biggie. Süß, wa? Ach, herrlich. Finde ich schön. Ja. Ja. Haben die denn auch so Mäuse zum Spielen und so? Das haben sie bestimmt die alles, ne? Die spielen draußen. Ach, die spielen draußen? Da finden die ein paar Mäuse. Auf ihrem Gehöft? Ja. Auf ihrem brillanten Anwesen? Genau. Was ist denn das hier? Ist das hier auch? Das ist bestimmt hier für Nagetiere, oder? Fische. Ach, so. Katzenfutter. Milch. Katzenmilch. Die Katzen kriegen extra Milch? Ja. Kann ich bei Ihnen auch anziehen? Ja. Ich esse nur Filetsteak. Filetsteak. Ich denke, wenn die Katzen schon Milch kriegen, ne? Ein paar Leckerlis. Ach, da würde ich aber auch noch so eine rosa Tüte nehmen. Kommen Sie hier. Daneben ist noch so eine rosa Tüte. Weil wir lassen es heute mal krachen, Frau Apel. Echt? Ich will Sie aber jetzt hier nicht verleiten. Ich will Sie lediglich kompetent beraten. Weiter. Weiter im Text. So, jetzt wird nur noch so ein bisschen geguckt. Bitte, gehen Sie vor, wir gucken gemeinsam. Vielleicht fällt mir auch noch etwas auf, was ich mit Ihnen so in Verbindung bringen würde. Und sagen würde, das könnte Frau Apel jetzt noch brauchen. Also Spielzeug können wir auslassen? Ja, gut, okay. Das macht ja nichts. Nein, ne? Das ist gut. Brauchen Sie noch Schreibwaren? Nein, heute auch nicht. Gut, Frau Apel. Hier gibt es, was ist denn das hier?
Das sind Düfte, die kein Mensch will. Ich glaube, das riecht alles ein bisschen merkwürdig. Aber das muss jetzt nicht sein. Da muss Ihr Mann sich auch drum kümmern, Frau Apel. Der muss Ihnen schließlich hier mal das Riechzeug kaufen. Und Brillantringe. Und Kreuzfahrten. Und so. Aber so ein bisschen Shampoo oder Badesalz vielleicht. Nee, Badeschaum. Einen schönen Badeschaum. Grüner Apfel. Wir gucken jetzt nach Flüssigseife. Bitte, ja, ich bin ganz bei Ihnen. Was haben wir denn hier? Folium Kretschmann. Ja. Folgen Sie uns unauffällig. Wir suchen jetzt die Flüssigseife. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie schön, dass Sie heute bei uns sind. Darf ich Je größer, desto besser. Je größer, desto besser. Darf ich mal gucken, das ist das. Das ist ja eine Jahrgangsflüssigseife. I am happy. Fresh. Das ist auch fresh. Ja, Hammer. Gucken Sie mal, das kostet jetzt 99. Das ist ja wirklich der Hammer, oder? Ein Schnäppchen. Das ist ein Schnäppchen, also wirklich. Ja. Freuen wir, da sagen wir auch wieder Danke, Henry Laurich, dafür, dass du uns diesen schönen Laden beschert hast. Okay, dann geht's jetzt ganz in den Endspurt. In den Endspurt. Aber bitte keine Hektik, wir haben alle Zeit der Welt. Genau. Ich bin begeistert. Kommen Sie klar. Aber sicher doch. Gut, das ist wunderbar. Ich freue mich sehr. Ups. Ja, ja. Geht's weiter? Orangensaft, 17 Liter für 79, nein. So, Red Bull, das trinken Sie doch nicht, oder? Das ist nicht gesund. Red Bull ist nicht gesund, Frau Apel, das nehmen wir nicht. Geh mal drauf. Ah, hier, Pasta, Teigwaren. Teigwaren heißen Teigwaren, weil sie mal Teig waren. Ach so. Ein Wein. Darf ich Sie beraten? Ja, für die Bowle bitte. Für die Bowle? Na, für die Bowle würde ich sagen, nehmen wir Stierblut. Stierblut? Stierblut ist so wie Rosenthaler Kadaka. Das ballert auch richtig. Italienischen Perlwein sehen wir. Einen italienischen Perlwein, warten Sie, Lambrusco oder so. Ja, sowas, ja? Für die Bowle. Wir gucken mal, warten Sie, wir gucken für die Bowle, finden wir bestimmt was. Da gibt es Bowlenwein, aber wir finden was. Prosecco, Prosecco, Prosecco. Warten Sie mal, es muss so das richtig üble Zeug sein, ne? Ja, ja, ich weiß schon. Da, wo nach drei Gläsern keiner mehr aufsteht. Wir machen hier keine Gefangenen. Nee. Guten Tag. Was, darf ich den Herrn kurz... Ja, natürlich. Ja? Ich wollte... Ja. Hier gibt es aber nicht Color, ne? Nee, das ist nur weiß. Ja, nur weiß. Tut mir leid. Ne, macht doch nichts, kein Problem. Haben Sie bitte noch einen schönen Tag. Danke, gleich. Ich freue mich. So, warte, ich muss mir jetzt hier den Perlwein für Frau Apel suchen. Nee, hier ist nix. Da wären wir doch vielleicht schon aus. Könnte es sein? Frau Apel, Sie sollen hier nicht schleppen. Das mache ich doch. Da bin ich doch wieder. Warten Sie mal, dann gehen wir hier vorne mal gucken. Hier gibt es so alles Mögliche. Das perlt auch. Wir gucken mal. Hier, das sieht auch schon mal gemein aus hier. Was ist das? Fritziano. Weiße. Mandarinenbowle werden. Eine Mandarinenbowle. Na, was haben wir denn hier? Crema, das ist Sekt, der ist trocken, das ist nix. Und wenn wir den. Sagen Sie mal, Kerner, das ist Wein. Den mischen wir mit Sekt. Soll es denn süßlich, also fruchtig sein? Nicht so. Trocken. Ja. Dann nehmen wir den Riesling. Nehmen wir den? Und dann können wir dazu ja, es ist jetzt ganz eine Frage, also. Wie edel Sie bewirten wollen, ein bisschen Prosecco mit rein. Prosecco habe ich leider noch da. Das ist doch schön, da freuen wir uns doch, wenn Sie. Oder so hier Römersekt. Außerdem ist mir gerade eingefallen, mein Auto steht auf dem anderen Parkplatz. Ich fahre Ihnen das dahin. Darüber tragen. Nein, Sie brauchen gar nichts zu tragen, ich trage es für Sie. Das ist auf dem anderen Parkplatz. Welchem anderen denn? Na, der nebenan, weil hier war voll. Ja, na, dann trage ich es zum anderen, nebenan. Da musste ich leider. Das ist doch mein Job. Muss ich doch machen. Machen Sie sich nichts. Also wir haben jetzt einen Riesling. Ja. Und Gewerkschaftsbrause haben wir nicht, aber ich würde Ihnen den guten Tipp geben, wenn Sie es also so ein bisschen trocken haben wollen, dann kippen Sie doch noch ein Fläschchen Prosecco dazu. Habe ich da. Damit das so ein bisschen perlt. Ja. Ne? Weil das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Damit ansetzen und den Prosecco. Genau. Vielleicht noch irgendwie so ein paar Gläser Likör mit rein. Ne? Echt? Ach, was meinen Sie, oder? Es liegt natürlich dran, in welchem Grad der Betäubung Sie Ihre Gäste dann nach Hause schicken wollen.
Die sollen heiter sein, aber nicht betrunken. Ja. Dann kein Likör. Süßigkeiten? Ja, ich bin süß. Sehr schön, ich freue mich. Was ist das? Kekse? Tee, Früchtetee. Das ist Früchtetee. Das ist Kirschtee, Kirschjasmin, Pfirsich, Rosé. Und dann haben wir auch noch Rhabarber. Rhabarber-Tee. Rhabarber. Kann ich mir das vorstellen? Ja. Rhabarber-Tee. Rosé hört sich doch gut an. Kirsche, Jasmin könnte auch gut sein. Machen Sie den mal. So, gut. Sowas essen Sie ja nicht, ne? So nee. Italienische Zeugs. Nee. So, Kaltschaummatratzen haben Sie auch noch ausreichend. Gut, sehr gut. Gut gebettet. Sehr schön, ich freue mich sehr. Knabberzeug. Frau Apel, Knabberzeug, sofort. Entschuldigung, wir gehen zu Knabberzeug. Hier ist erstmal Knabberzeug. Aber das ist zu Sortimente. Man weiß es ja nicht. Die sind aber lecker. Gucken Sie mal, Frau Apel, hier ist noch eine ganze Menge. Verrückt. Chips. Gucken Sie mal, riesen Chips-Tüten. Da staunen Sie mal. Ja. Was es alles gibt. Ja, Erdnussflips. Soll ich mal gucken, was hier alles so steht? Erdnussflips. Oh mein Gott. Ja. Dann haben wir noch Krumpuck, das wollen Sie nicht. Das ist dieses Garnelenzeug. Partyflips. Erdnüsse, gesalzen, aber es ist alles nicht Ihr Ding, ne? Erdnüsse, gesalzen. Chips, Pommes-Schranke oder Pommes-Currywurst. Dann haben wir hier noch das ist kaum. Das macht süchtig. Frau Apel, es macht süchtig, dieses Zeug. Das ist schon gut hier. Ja, das reicht jetzt noch. Guck, da unten, da gibt es auch noch so einen Mix. Oh Mann. Ist aber sehr groß, wer soll das auch? Ja, weiß ich ja. Ich weiß ja nicht, wie die Gäste. Das ist ja für mich, das ist nicht für die Gäste. Ach, das ist für Sie. Für Sie und ich habe nichts gesehen. Ich werde auch nicht bei Ihrem Gatten petzen, wie verschwenderisch Sie wieder unterwegs sind. Das ist verschwenderisch. Na, dann ist gut. Für Ostern schon noch mal das eine oder andere kleine Massenparei oder so? Nein? Ich weiß. Kartoffeln haben wir auch noch eigentlich. Ich bin begeistert. Wollen wir uns da mal zu den jungen Frauen in die Kasse begeben? Ja. Warte. Muss ja der. Ach, Sie gehen nach hinten. Dann lade ich jetzt erstmal ab. Das mache ich jetzt mal mit links. So. So, meine Liebe, darf ich das hier mal hinter Sie legen? Wunderbar. Ah, Toni Free ist sehr lecker. Ja, aber das macht süchtig. Ja. Ach, da werden Sie gar nicht mehr. Haben Sie übrigens diese schönen grünen Kannen gesehen? Frau Apel ist eine alte Trendsetterin, Frau Apel. Eine Lifestyle-Expertin. Ja. Die also so, Frau Apel. Guck mal. Katzenfutter, das Gute. Das Gourmet-Katzenfutter. Guck mal einer an. Mein Gott. Und die Katzenmilch. Die Katzenmilch. Das kommt dann hier rein. Und dann macht die Katze happy. So, ich gehe jetzt mal vor und räume dann wieder alles rein. Soll ich ja? Gut, okay. Meint ihr, da passt alles rein? Ja, und dann kann ich das nicht ganz locker rüber. Frau Apel, I am happy. Das ist usbekisch und heißt so viel wie, ich wollte keinen Erdbeerkuchen. Nee. Alles gut. Wenn hier 1,38. Okay, schönen Tag dann. Meine Liebe, noch einen schönen Tag. Hallo, danke schön, dass Sie da waren. Ich bin sehr anstrengend, das stimmt ja. So. Was haben wir? Jetzt mal erstmal müssen wir mal den Riesling erstmal, damit wir das hier. Jawohl, Chef. Ich bin schon unterwegs, Gebieterin. So. Herrlich. Guck mal an. Hier. Ach, das ist schön. Ich freue mich ja, wenn die Kunden sich freuen. Ja. So. Aber ich weiß nicht, ob wir da alles reinkriegen. Doch, geht. Ach, das ist ja ein Zauber. Und dann ist das schick. Oh ja, die muss ruf. Die muss ruf. Warten Sie. 10,91. Ja. Herrlich. Herrlich. So. Das klappt doch prima. So, wunderbar. Petersilie. Die mache ich ganz oben rein, ja, die Petersilie. Ja, damit sie nicht zerknittert wird.
So, Frau Apel. Jetzt werde ich Sie noch rausbegleiten. Ach, noch eine Meisenknödel. Den wollte ich schon da fragen. Ich rauche die nämlich abends. Jawohl. Machen Sie ganz ruhig, Frau Apel. Was haben Sie gemacht? Haben Sie geworfen mit dem Geld? Nee, ich habe nichts gehört. Ach, hier kommt noch ein Gutschein für zwei. Ach, die gießt nicht. Manchmal bin ich auch ein bisschen verwirrt. Einfach anstrengend. Kann ich sagen. So. Ja, da packe ich ran. Ja, und Sie haben es sehr gut. Ich bin begeistert, Frau. Ich begleite Sie noch hinaus nach hier. Ich glaube, so schnell war ich noch nie durch. Aber ich mache das gerne. Und Sie sind eine äußerst charmante Dame. Danke. Muss ich sagen. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen. Ich werde jetzt. Können wir das? Darf ich Ihnen das geben? Ich danke Ihnen. Frau Apel, es war mir eine Freude. Kommen Sie gut nach Hause. Haben Sie eine schöne Party mit Bohle und mit Knabberzeug. Und beehren Sie uns bald über. Schönes Ostern. Happy X. Ja. Wünsche ich auch. Schönes Ostern.